Hallo, hier ist Marlet von der BB Radio Morgenshow. Und Ostern steht vor der Tür. Und deshalb zeige ich Ihnen heute, wie man ganz, ganz einfach selber Eierlikör machen kann. Erstens toll, wenn man was selber gemacht hat, nicht wahr? Und zweitens ist es auch ein ganz, ganz tolles Geschenk fürs Osternest. Also einfach jetzt ganz genau aufgepasst, was wir brauchen, zeige ich Ihnen jetzt. Alles, was wir für unseren selbstgemachten Eierlikör brauchen, sind 5 Sachen. Ganz, ganz einfach. Und zwar brauchen wir 8 Eigelb, müssen wir trennen dann gleich. Wir brauchen 250 Gramm Puderzucker. Wir brauchen 375 Milliliter Kondensmilch, haben wir auch schon hier. Wir brauchen ein Päckchen Vanillezucker, haben wir auch da. Und natürlich brauchen wir Rum. Weißer Rum, muss ich ganz ehrlich sagen, ist vielleicht ein kleines bisschen besser, aber ich bin mir sicher, dass es mit braunem Rum vielleicht sogar noch ein kleines bisschen besser schmeckt. So, und damit können wir eigentlich auch schon anfangen. Jetzt kommt erstmal das Eigelb rein, beziehungsweise die 8 Eigelb, nicht wahr? So, schabups. Und ein Päckchen Vanillezucker kommt dazu. So, das ist schon der nächste Schritt. Und jetzt wird das Ganze einfach schaumig geschlagen. Schaumig geschlagen haben wir die 8 Eigelb. Das sieht gut aus. Und jetzt kommen 250 Gramm Puderzucker dazu. Heben wir jetzt nach und nach unter. Sieht schon ganz gut aus, die Farbe haut hin. Jetzt geht das Ganze nach und nach weiter. Da kommt ja jetzt noch die Kondensmilch und dann natürlich auch der Rum dazu. Wir haben das Ganze jetzt aus Platzgründen umgefüllt in den Topf. Da kommt jetzt nämlich noch der Rum dazu. Und dann kommt das Ganze ins Wasserbad. Also 250 Milliliter Rum ist eigentlich angemessen, ja. Wenn man ein bisschen mehr Schwuppi möchte, ein bisschen in der kleinen Schwips zu Ostern, dann kann man auch ein bisschen mehr nehmen. Und jetzt kommt das Ganze ins Wasserbad. Und darin erhitzen wir das Ganze und rühren immer wieder vorsichtig um, damit es ein bisschen dickflüssig wieder wird. Ne? Mit Rum und Sahne und allem drum und dran ist es jetzt natürlich recht flüssig. Aber auf keinen Fall kochen natürlich, sonst geht ja der Alkohol raus, nicht wahr? So, lange genug im Wasserbad gewesen, würde ich sagen. Jetzt ist Verkostetheit. Toller! Und wer könnte eigentlich besser verkosten als Baby? Ach, zufällig, ich hatte gerade nichts vor. Um alkoholische Lifestyle-Getränke. Dann ist natürlich Benni immer sofort am Start. Prost. Der Extras hier gleich. Aber lecker. Ja? So, meine Lieben, fertig ist der Eierlikör. So einfach geht es. Ich sag Prost. Wir wünschen alle zusammen natürlich schöne Ostern und ich wünsche ganz viel Spaß beim Nachmachen, beim Ausprobieren, beim Verkosten und berichtet mir, ob es euch geschmeckt hat.